Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz bei der FDP. Nach der Präsidiumssitzung und während der Bundesvorstandssitzung, deshalb muss ich Ihnen sagen, wir müssen die Zeit der Pressekonferenz auf 20 Minuten begrenzen. Wir müssen dann wieder rein in diese laufende Sitzung. Ich bitte Sie dafür um Verständnis. Der Bundesvorsitzende, Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat das Wort. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, da gibt es nichts zu beschönigen. Das ist ein sehr enttäuschender Wahltag für uns Liberale, für die FDP gestern gewesen. Wir sind zwar in Baden-Württemberg mit einem blauen Auge davongekommen und wieder in den Landtag eingezogen, aber natürlich ist das Ergebnis in Rheinland-Pfalz, wo wir aus dem Landtag herausgefallen sind, ganz besonders traurig und ganz besonders enttäuschend für uns. Auch das Ergebnis der Kommunalwahl in Hessen, auch das Ergebnis der Kommunalwahl in Hessen ist enttäuschend für uns. Wir haben uns mehr erhofft und auch mehr versprochen. Und wir müssen natürlich auch jetzt die Schlussfolgerungen aus diesen Wahlergebnissen ziehen. Es ist ganz offensichtlich, dass die Atompolitik, die Frage der Zukunft der friedlichen Nutzung der Kernkraft, eine besondere Rolle bei diesen Wahlen am gestrigen Tag gespielt hat. Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Es kann kein Weiter-so geben, sondern wir werden jetzt einen geordneten und überlegten Diskussionsprozess in der FDP haben, um daraus auch dann die Schlussfolgerungen zu ziehen. So wichtig die Atompolitik am gestrigen Tag für die Wählerinnen und Wähler gewesen ist, muss doch auch selbstkritisch hinzugefügt werden. Wenn wir als Liberale in einer besseren Form gewesen wären, dann hätte die Katastrophe von Japan die Landtagswahlkämpfe nicht so zu unseren Lasten beeinflussen können. Das ist ein Warnschuss der Wählerinnen und Wähler. Wir haben diese Botschaft verstanden und deswegen werden wir natürlich auch die Schlussfolgerungen in der FDP beraten. Das heißt, wir werden eine umfassende Diskussion führen in einem geordneten, intensiven Prozess, der vor allen Dingen das Langfristige mit im Kopf hat. Es geht darum, dass wir langfristig also auch wieder das Vertrauen zurückgewinnen, das wir ganz augenscheinlich am gestrigen Tage nicht gehabt haben. Wir haben in der Atompolitik eine wichtige Debatte gehabt in den letzten 10 Tagen. Ich bin unverändert der Überzeugung, dass das Moratorium die richtige Entscheidung gewesen ist. Das Moratorium ist notwendig, weil man nicht so tun kann, als hätte es in Japan diese Katastrophe nicht gegeben. Und wir müssen ausdrücklich uns auch die Zeit nehmen, unvoreingenommen über die politischen Schlussfolgerungen zu beraten. Deswegen haben wir ja auch dieses Moratorium beschlossen. Wir werden die Wochen bis zum Parteitag nutzen, um auch in die Partei hineinzuhören und dann zu entscheiden, wie wir uns insgesamt erfolgreicher wieder aufstellen können. Und wir werden jetzt eben nicht nur im Bundesvorstand und auf Bundesebene beraten, sondern wir werden natürlich auch mit unseren Landesorganisationen und unseren Basisorganisationen beraten, welche Schlussfolgerungen zu ziehen sind. Dabei ist entscheidend, dass es ein geordneter und ein überlegter Diskussionsprozess ist. Wir kennen unsere Verantwortung. Wir haben die Botschaft der Wählerinnen und Wähler vom gestrigen Tage verstanden. Wir werden nicht zur Tagesordnung übergehen. Es kann kein einfaches Weiter-so geben, sondern wir werden jetzt die Schlussfolgerungen beraten, die dann in den nächsten Wochen auch dann zum Abschluss auf unserem Parteitag vorbereitet werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würde Sie dann jetzt bitten, Ihre Fragen zu stellen. Als Erstes hat sich Herr Bonka gemeldet. Herr Westerwelle, wenn Sie sagen, es muss ein geordneter und überlegter Prozess der Neuerfindung, sage ich mal, der Neupositionierung der FDP erfolgen, daran habe ich 2 Fragen. Welche Schlussfolgerung ziehen Sie für sich persönlich in Erwägung, weil Sie viel von Fehlern auch gesprochen haben? Normalerweise stinkt der Fisch vom Kopf her. Welche Schlussfolgerung ziehen Sie für sich persönlich
Haben Sie darüber gesprochen? Wurde eine solche Forderung an Sie persönlich gerichtet von Parteifreunden? Und wenn dieser Prozess etwas länger andauert, wie kann dann die Bundesregierung durch ihren Regierungssprecher für die Bundeskanzlerin eine Kabinettsumbildung ausschließen? Das wundert mich. Beispielsweise steht Herr Brüderle zur Disposition oder Sie oder ich weiß nicht wer. Wer hat der Kanzlerin gesagt, dass Sie keine Personalveränderung wollen? Ich spekuliere heute nicht und die Beratungen im Bundesvorstand, sie dauern ja auch noch an. Deswegen macht es auch keinen Sinn, irgendwelche Ergebnisse der Beratungen vorwegzunehmen. Geordneter Prozess heißt für uns, dass wir keine übereilten Entscheidungen treffen, die gewissermaßen dann lediglich als Blitzableiter dienen könnten, sondern es geht ja darum, wie wir insgesamt uns wieder besser aufstellen, damit wir insgesamt auch wieder substanzieller erfolgreich sind. Und das ist das Entscheidende bei diesen Überlegungen. Und da Sie nach meinen persönlichen Überlegungen gefragt haben, kann ich Ihnen sagen, ich mache meine Arbeit mit großem Engagement, ich mache sie auch mit viel Herzblut. Aber es bleibt bei dem, was ich vor den Wahlen am Sonntag gesagt habe. Wir werden die Fragen des künftigen Teams, das die FDP in den nächsten 2 Jahren führen wird, umfassend am 11. April beraten, und zwar in einer Sitzung gemeinsam mit den Landesvorsitzenden. Das heißt, es kann auch ohne Sie dann weitergehen? Ich habe Ihnen meine Antwort gegeben und Ihre Spekulationen kann ich Ihnen leider, möchte ich Ihnen nicht abnehmen. Herr Blechschmidt, bitte. Herr Westerwelle, Sie haben gesagt, wir haben verstanden. Mir ist nicht ganz klar, was Sie verstanden haben. Könnten Sie das mal erläutern? Dass man nicht zur Tagesordnung übergehen kann. Dass wir nicht so tun könnten, als sei das ein Sonderereignis gewesen, weil die furchtbare Atomkatastrophe in Japan alles dominiert hat. Natürlich ist das, was wir an schrecklichen Bildern aus Japan gesehen haben, das entscheidende Motiv auch dann am Wahlsonntag gewesen. Aber diese Diskussion wäre nicht so zu unseren Lasten verlaufen, wenn wir insgesamt auch in besserer Form gewesen wären, wenn wir besser aufgestellt gewesen wären. Und das ist eine inhaltliche Frage. Da muss insgesamt erörtert werden. Und ich werde nicht der Versuchung erliegen, jetzt hier ein paar schnelle Entscheidungen bekannt zu geben, nach dem Motto, es muss etwas geschehen, aber passieren darf nichts, sondern es wird eine Debatte sein, die notwendig ist. Das gehört sich in einer liberalen und demokratischen Partei auch so. Es war jedem klar, wenn die Landtagswahlen nicht so ausgehen, wie wir es uns erhofft haben, dass es natürlich auch eine notwendige und intensive Diskussion bis zum Bundesparteitag geben wird. Und das wird übrigens auch kein Diskussionsprozess sein, wo der Bundesvorstand schon mal alle Ergebnisse vorwegnimmt, sondern das wird ein Diskussionsprozess sein, der auch mit den Untergliederungen geführt wird. Denn es ist klar, das ist ein einschneidender Wahlsonntag, inhaltlich, aber natürlich auch, was die Gesamtaufstellung der FDP angeht. Und diese Diskussion wird geordnet und auch vor allen Dingen tiefgründig bis zum Bundesparteitag geführt werden müssen. Herr Hiebeschleiß hier in der Mitte. Bitte. Herr Westerwelle, wenn Sie sagen, die Diskussion wird geordnet, wer soll sie ordnen? Wer ordnet diese Diskussion? Und die zweite Frage, stehen Sie denn weiterhin als Vorsitzender zur Verfügung überhaupt? Man kann ja auch von sich aus sagen, ich überlasse das anderen. Wären Sie denn persönlich erstmal bereit, weiterhin zur Verfügung zu stehen und dann sich der Diskussion, die es in der Partei gibt, dazu zu stellen? Ich habe Ihnen gerade eben schon gesagt, dass ich meine Aufgabe mit sehr viel Engagement und auch sehr viel Herzblut mache. Aber es ist völlig klar, dass es bei dem Fahrplan bleibt, dass wir am 11. April über das Team beraten werden, gemeinsam mit unseren Landesverbänden, das dann die nächsten 2 Jahre die FDP führen wird. Und was die Frage der Ordnung des Prozesses angeht, natürlich die Führung der Partei, der Bundesvorstand, das Präsidium. Und abgeschlossen wird diese Diskussion dann auf dem Bundesparteitag. Nächste Frau von Herrn Denkler in der Reihe dahinter. Da außen. Herr Westerwelle, Sie sagen seit einem Jahr, dass Sie verstanden hätten. Das hat Sie noch nach mehreren ähnlichen Situationen auch schon gesagt. Was hat sich in diesem Verstehensprozess eigentlich jetzt verändert bis heute? Was haben Sie bisher nicht verstanden, was Sie vielleicht vor einem Jahr verstanden haben? Können Sie das noch mal ein bisschen erläutern? Nein, das werde ich im Detail nicht tun, sondern
Ich halte es für notwendig, dass wir jetzt auch die Zeit haben, für Beratungen. So funktioniert Demokratie, dass man nicht an einem Tag, wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale, nach einer so außergewöhnlichen Wahl schon alle Antworten geben kann, sondern dass man das natürlich auch mit denen, die ja dafür gewählt sind, im Bundesvorstand, in den Landesverbänden dieses auch austauscht und auch bespricht. Ich habe etwas ja zur Atompolitik gesagt und was ich auch wirklich für eine notwendige Diskussion in Deutschland halte. Dieses Moratorium, es sollte genutzt werden, um wirklich auch umfassend zu diskutieren, was die Zukunft auch dieser Brückentechnologie in Deutschland ist. Dafür haben wir ja extra auch die Experten gebeten, ihre Arbeit zu machen, und dann muss es natürlich auch dann in die Arbeit der Politik einfließen. Es ist also ein umfassender Prozess, den wir führen. Ich habe es am Anfang gesagt, kann es nur noch einmal wiederholen. Es ist doch jedem klar, dass man in einer solchen Situation nicht zur Tagesordnung übergehen kann. Natürlich ist es schön, dass wir in Baden-Württemberg es noch einmal in den Landtag geschafft haben, aber wir müssen doch auch ganz nüchtern sein, dass selbst ein solches Ergebnis in keiner Weise uns zufriedenstellt. Und ich glaube, dass es zwar richtig ist, dass die Debatte über die Atompolitik das alles Entscheidende gewesen ist in der gesamten Wahlkampfführung, aber das, was hier auch an schrecklichen Bildern aus Japan unsere Diskussion bestimmt hat, hätte die FDP ganz gewiss nicht so empfindlich in den Wahlkämpfen getroffen, wenn wir insgesamt in einer besseren Form gewesen wären. Und jetzt müssen wir beraten, wie wir wieder auf die Erfolgsstraße zurückkehren können. Wir haben in diesem Jahr jetzt 4 Landtagswahlen gehabt. Eine Landtagswahl in Baden-Württemberg ist nicht erfreulich, aber so gerade noch gut gegangen. Eine Landtagswahl, die in Hamburg, ist außerordentlich erfreulich gewesen. Und 2 Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und in Rheinland-Pfalz sind außerordentlich enttäuschend gewesen. Und es ist doch ganz klar, dass man das auch umfassend bespricht. Als nächstes hatte sich Herr Carstens gemeldet, in der dritten Reihe. Ja, vorn. Ja. Herr Westerwelle, normalerweise ist es üblich, dass nach Landtagswahlen die Landesvorsitzenden aus den Landesverbänden, die Wahl gekämpft haben, hier Rede und Antwort stehen. Warum sind die nicht da, die Frau Homburger und der Herr Brüderle? Normalerweise ist es so, dass bei uns die Spitzenkandidaten nach Landtagswahlen hier stehen. Das ist aber in diesem Falle nicht möglich gewesen. Und das stand auch bei beiden schon länger fest, dass sie heute aus Gründen ihrer Arbeit in Mainz und in Stuttgart nicht hier sein können. Es ist übrigens auch nicht das erste Mal, dass es so ist. Und Herr Rafalski, bitte. Hier vorne in der dritten Reihe, außen. Nein, da vorne bitte. Der Herr mit dem braunen Sakko. Zum Thema Atom. Sie haben gesagt, Sie werden Schlussfolgerungen ziehen aus der Abstimmung, ganz konkret beim Thema Atomausstieg. Bedeutet das konkret, dass am Ende dieses Moratoriums auf jeden Fall für Sie ein anderes Ausstiegsszenario aus der Kernkraft stehen wird als vor den Ereignissen in Japan? Und zweite Frage, hat der Herr Brüderle, der Wirtschaftsminister Brüderle, der ja in dieser Frage eine dezidierte Position vertritt, weiter Ihr uneingeschränktes Vertrauen als Ihr Vize-Parteichef? Das gilt für die gesamte Führung der FDP, und da muss ich niemanden von ausnehmen. Und es ist doch ganz selbstverständlich, dass wir in einer solchen Situation eben auch zeigen und auch zeigen werden, dass wir Die FDP wird zeigen, dass sie in solchen Lagen, wenn es die Montage nach Wahlsonntagen sind, nicht nur mit Erfolgen gut zurechtkommen kann, sondern dass wir auch in einer solchen Stunde, die für uns sehr schmerzhaft ist, zeigen, dass wir geordnet und auch vernünftig diskutieren. Was die Frage angeht des Moratoriums, ich hatte bereits bei der Pressekonferenz, als ich mit der Bundeskanzlerin gemeinsam das Moratorium angekündigt habe, erklärt, dass die Dinge danach nicht mehr so sein werden wie vorher. Ich hatte angeregt, dass es diese Expertenkommissionen gibt. Sie sind eingesetzt worden. Wir hätten sie nicht einsetzen müssen, wenn wir heute schon alles wüssten. Nachfrage? Bitte, Herr Rafalski. Also nicht mehr anders als vorher heißt, es wird einen rascheren Atomausstieg geben als vor den Ausrufen des Moratoriums.
Ich gehe jetzt nicht auf die Ergebnisse der Expertenkommission ein, weil die Expertenkommission noch nicht ein einziges Mal getagt hat, nach meinem Kenntnisstand. Und wir hätten uns keine Expertenkommission zusammenstellen müssen, die gemeinsam mit der Bundesregierung jetzt die politischen und auch die technischen, auch die Sicherheitsschlussfolgerungen zieht, wenn man heute schon alles wüsste. Das ist eine wichtige Frage, des Moratoriums auch genutzt wird. Ergebnisse muss man dann verkünden, wenn sie auch ausreichend und substanziell erarbeitet worden sind. Und es geht nicht darum, dass man heute an einem Montag eine schnelle Nachricht setzt und glaubt, damit ist alles dann vorbei. Es geht darum, dass man inhaltlich, aber auch was die Aufstellung der Partei insgesamt angeht, tiefgründig, geordnet und auch an der langfristigen Entwicklung orientiert die Diskussionen führt und dann dementsprechend auch entscheidet. Für uns innerparteilich ist der Schlusspunkt natürlich dann der Tag der Entscheidung oder der Parteitag der Entscheidungen. Und da werden natürlich inhaltliche Sachen sein. Ich gehe davon aus, dass auf dem Bundesparteitag der FDP im Mai ganz sicherlich auch das Thema Energiepolitik eine bedeutende Rolle spielen wird. Das ist eines der großen Themen unserer Zeit. Und das, was wir in Fukushima erleben, ist wahrscheinlich für die Änderungen auch von politischen Betrachtungen ähnlich einschneidend wie seinerzeit das, was an Diskussionen nach dem 11. September stattgefunden hat. Das ist ein Ereignis, das in der ganzen Welt zum Nachdenken geführt hat, nicht nur in Deutschland, in der ganzen Welt. Und wenn man die Ergebnisse schon wüsste, dann bräuchte man ja keine Experten und Ratgeber zu bitten. Herr Keller, bitte, hier in der vierten Reihe in der Mitte. Können Sie ein bisschen was über die Diskussionen jetzt im Präsidium und Vorstand sagen? Wurde da rein sachbezogen überlegt oder gab es da auch Personaldiskussionen? Die Beratungen des Bundesvorstandes gehen bis 16 Uhr. Und wie immer treffen wir uns hier um 13 Uhr zu der Pressekonferenz, weil Sie natürlich auch ein gewisses Interesse daran haben, dass wir nicht erst um 16 Uhr mit Ihnen ins Gespräch kommen. Und das heißt ja noch nicht, dass der Diskussionsprozess schon beendet wäre. Das wird natürlich noch eine Debatte geben innerhalb des Bundesvorstandes. Ich kann Ihnen sagen, bisher ist es ein sehr nachdenklicher und ein sehr tiefgründiger Diskussionsprozess. Und alle, die sich zu Wort gemeldet haben, sind der Überzeugung, dass es nicht um eine schnelle Antwort geht, um einer Diskussion zu entgehen, sondern dass man jetzt auch so umfassend die Diskussion führen muss, dass am Ende die FDP wieder erfolgreicher und mit mehr Vertrauen bei den Wählerinnen und Wählern angenommen wird. Herr Weiland, bitte dritte Reihe außen und vorne. Das ist dann die letzte Frage. Ja. Herr Westerwelle, haben Sie gestern im Laufe des Tages mal selber darüber nachgedacht, angesichts der desolaten Ergebnisse zurückzutreten? Nein. Wenn Sie Verantwortung haben, haben Sie Verantwortung. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Vielen Dank.